Servus miteinander und herzlich willkommen beim Wittenmargraf. Mensch, wir haben es endlich wieder mal geschafft, Gott sei Dank. Jetzt habe ich Urlaub, jetzt geht's los. Ihr seht da hinter mir den Acker, den habe ich jetzt gerade gekriegt und da drüben ist auch noch einer, der kommt genauso dazu. Da darf man zoomen, weil der ist noch nicht angesehen, der wartet erst, bis er ein bisschen feuchter geworden ist. Und dann seht ihr den an. Und so lange können wir auf jeden Fall noch drauf gehen. Das ist aber wirklich einer von den wenigen Äckern, wo es da frei sind, was ich habe. Aber genau da suchen wir jetzt einmal. Und mal schauen, was da irgendwie zusammenkommt. Mensch, ich bin schon ganz heiß drauf. Wenn es da ja, wochenlang nicht mehr draußen war. Und dann noch so ein herrliches Wetter dazu heute. Leute, wir fangen an. Wir sehen Sie beim ersten Fund. Bis gleich. So, da haben wir gleich das erste Signal. Oh, das kommt aber. Naja, da ist Eisenkratzen dabei. Schauen wir einfach mal nach. Da ist aber richtig hart. Ja, draußen haben wir es glaube ich 250 Zeit jetzt an. Ist das aber harter Boden. Da haben wir da ein Stückchen Draht. Okay. Gut, weitermachen. So, wir sind da beim nächsten. Ja, der schwankt ein wenig. Zwischen 60 und 70, sag ich mal einfach. Muss da irgendwo sein, hä? Ziemlich oben. Dann schauen wir mal. Das ist da im Boden noch drin, oh wei wei, da ist aber hart. Da ist er richtig hart. Na, das geht eigentlich. Aha, da muss es drin sein. Aha. Was haben wir da wieder? Naja. Alu-Trick oder so ein Scheiß. Okay, minimal, weiter geht's. Aha, 70, 73. Da bin ich auch noch, jawohl. Schauen wir mal. Na. Einmal Flaschendeckel. Okay, weitermachen. So, da klappert's wieder. 67, 68, 65, ja. Interessant, Kindsmann. Mit Doppelsignal 76. Jetzt wird es nicht mehr so interessant. Da so, haben wir noch schon den Alufetzen. Okay, weitermachen. Da so, haben wir jetzt ein Signal, ich muss aber ziemlich oben liegen. Ist da, hä? Ja, ja. Das ist Blei. Wäre ich nicht schlau. Ich nehme es mal mit. Einmal Blei und weiter geht's. Da haben wir das nächste Signal. 50, 51. Das liegt aber ziemlich oben. Ja, das kann jetzt natürlich alles sein. Da hat er sich was. Scheint wieder so Alufetzen, hä? Oh, da ist da was. Aha. Eine Münze, die erste Münze seit langem wieder. Ach, das ist ein Markstiegler, das ist ein He. Hehe. Jupp,
Einmal deutsche D-Mark. Boah. Könnte 1994 sein. Ja, schön, also die finde ich mir wieder gern. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt einmal eine Mütze habe heute. Ja, wunderbar. Und schon geht's weiter. Ja, wir laufen heute wieder mit dem AT Max. Der ist immer recht praktisch da. Und zwar im Custom-Modus. Ja, die Frequenz habe ich wegen höheren Auftritt. Weil da vorne ist die Bahn. Aber der läuft recht ruhig. Ganz ruhig, sag ich mal. Ohne Signale. Ja, oh, da ist was. Ja, Eisenkratz mit dabei. Na, schauen wir mal. Uiuiui. Ui, ui. Und wieder so hart. Ja, da kommst du ganz schlecht rein in den Boden. So. Jetzt ist 39. Also ich glaube, dass wir da was Gescheites finden jetzt. Aber wenn wir schon so wenig Signale haben, dann schauen wir wenigstens mal nach. Hä? Aha, da tut der Wink. Da tut der Wink. Ach, da blitzt es doch schon raus. Einmal Alu-Dreck. Yep. Ja, wir sind noch ziemlich nah an der Straße. Ne? Da gibt es natürlich auch wieder mehr Müll. Gut, nehmen wir mit und weiter geht's. Ja, ich habe jetzt da ganz komisches Signal gerechnet. Das liegt da ganz oben drauf. Das schaut aus wie eine Münze. Und das könnte sogar silberne sein, Mensch nach. Ja, das ist eine silberne. Und die liegt oben drauf. Ja, Wahnsinn. Aber der Feit. Ja, die Krone erkennt man. Boah. Die ist schon richtig. Ja, die liegt lang an der Sonne schon. Ich mach's nochmal ein bisschen sauber. Aber das könnte, also so viel ich jetzt da lesen kann, könnte es ein Kreuzer sein. Ja, ich mach's einmal wegen sauber. Das schauen wir uns miteinander an. So, da haben wir es jetzt noch einmal. Ein Kreuzer, oh, das ist 1848, könnte sein, ja. Ja, stark. Die ganze Zeit eigentlich nichts Scheiß gefunden und jetzt ist er gleich ein Kreuzer in Silber. Ja, das kann ich nicht, da steht irgendwas drauf, aber da sind meine Augen so schwach dafür. Nicht schlecht, Herr Specht. Jawohl, und schon geht's weiter. ...72. Das kommt sogar im Doppelsignal, hä? Na, schauen wir mal. Das muss jetzt da irgendwo sein, das ist auch gar nicht tief. Na, oder haben wir da echt?
da bin ich so blind. Ah, da ist was. Jawohl. Hallo Dreck. Da haben wir schon genug heute. Okay, und weiter geht's. Da haben wir ein Signal, jawohl. Oh, der hupft aber zwischen 65 und 80 gleich. Ja, das macht mich neugierig, sowas. Schauen wir mal, entweder ist es wieder ein Draht oder irgend sowas in der Richtung. Ja, aber jetzt haben wir schon mal draußen. Ach komm, hör auf! Jo, hallo Scheiß, der Müll geht weiter. Gut, und weiter geht's. So, wir haben das den nächsten noch. Mit 260 reinkommen. Ah, schaut her. Ich glaube, da schaut Weimarer Gold raus. Vorsichtig raus. Könnten 5 Rennen, finde ich wahrscheinlich. Wir kriegen dich. Hey, das ist aber schon recht vergammelt. Ja. Pum, 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 pum. Ja, schauen wir noch 5 aus. Aber Reichs oder Renten, finde ich. Das kann man jetzt doch nicht sagen. Deutsches Reich, 5. Wahrscheinlich wieder 24 oder 25. Ja, mei. Den müssen wir mal sauber machen. Da sehe ich den gleich nochmal. Jo, gut, und weiter geht's. Da haben wir ein klares Signal, aber das kommt mit 84, 85 rein. Oh wei wei. Das kann nicht gescheit sein. Da sehe ich noch gar nichts. Hm. 83 konstant, 84, 81. Ja. Jetzt schauen wir mal nach. Da haben wir es doch schon. Zink. Ja, Zinkfetzen. Na ja, nehmen wir mal mit und weiter geht's. So Leute, wie ihr seht, wir haben die Location gewechselt. Wir sind jetzt auf einer Wiese. Die hat nämlich der Bauer noch frei gemacht, da war das ganze Heu drauf. Und der Acker, da wo wir gestern waren, ja, da war die 5 Stunden draußen, nein, nicht ganz, 4,5. Und dann hat mir der andere Bauer gesagt, dass da letztens erst einmal einer, also vor ein paar Jahren, einer da war und hat da schon alles abgesucht, weil da eine Fliege abgestürzt ist, einmal im Zweiten Weltkrieg. Und dann habe ich gedacht, siehst du das? Deswegen haben wir da nicht viel gefunden, schauen wir mal da nach. Nee, das liegt ja fast ganz oben. Da haben wir es doch. Die 371, ein Blechfetzen. Bei der Kälbermarken. Naja. Einmal Schrott und weiter geht's. So, wir haben da ein. Ja, 60 bis 63 auf der rum. Oh, der liegt schon hier oben.
ich sehe noch gar nichts. Messer raus. Hey, jetzt haben wir es doch schon. Arme Patronenhütze. Gib mir Ruder. Naja. Kann man am Bodenstein wieder auch nichts mehr lesen. Okay, einmal Patronenhütte und weiter machen wir. So Leute, erste Münze für heute. Da liegt sie schon, ich habe sie schon draußen. Und schaut euch mal an, wie schön das die immer ausschauen. Einmal 2 Pfennig, Deutsches Reich, 1875, Standard. Aber die schauen mir so schön aus, Wahnsinn. Na, da, wenn du die Euro-Stückle anschaust, die kommen raus, als wenn sie schon 300 Jahre drin liegen und die liegen gerade mal 100 Jahre drin. Oder ein paar mehr. Aber frei. Erste Münze für heute und da geht's weiter. Und gleich daneben noch einmal eins mit 77, 78. Wäre natürlich auch Pudel. So René, was willst du denn jetzt sehen? Eine Snookerkugel. So, schauen wir mal. Draußen haben wir es, bleibt bei 77. Kugelugi. Muss da oben irgendwo drin sein. Das ist noch gar nichts. Was ist da noch? Das da, hä? Ein Zinkblech. Ja, ja. Einmal Zinkblech. Ja, Pech gehabt und weiter geht's. So, da haben wir jetzt das nächste Signal, das reinkommen in einer 67 und der muss da irgendwo drin sein. Na, da müssen wir mal den Spaten nochmal nachschauen. Oh, Bruder, mir. Ach, das ist Scheiße. Das haben wir ja gerade noch gefehlt. Einmal Abziehlasche. Okay, weiter geht's. So, da haben wir das nächste, auch wieder rund. Aber keine Münze, das machen wir an Knopf, aber einen ganz schlichten. Keine Öse mehr dran. Ja, ich meine, da haben wir mal sauber, vielleicht kann man da noch lesen, wo er herkommt. Aber glaube ich nicht. Naja, einmal Knöppi und weiter machen wir. So, wir haben jetzt das nächste Signal. Ah, draußen habe ich es noch nicht. Ja, 76. Zwischen 70 bis 77 geht er auf. Was habe ich nicht? Iron Disc, den brauche ich doch gar nicht. So, jetzt soll er. Jo, schauen wir mal.
muss ich sagen. Hoffentlich nicht gleich wieder schon. Oh, ey, der Boden ist so fest, ich gehe jetzt einmal auf die andere Wiese. Hab ich da eine Münze? Nein. Ich gehe nochmal. Ach nee. Ja, da wird es einmal Zeit. Du gibst auch Ruhe. Eine Musketenkugel haben wir da. Schon lange nicht mehr gefunden. Ja, okay, ich war schon lange nicht mehr draußen. Jo, einmal Musketenkugel. Herrlich. Und weiter geht's. Wir laufen jetzt noch da vor. Weil der Boden ist wirklich dermaßen hart und da vorne auf der anderen Wiese probieren wir es da einfach einmal. Werden wir sehen. Da haben wir den nächsten. Mensch, da kommt ja alles so mit 60 rum rein. He? Auch wieder 66, 69. So, oh Mann, du kommst wieder nicht in den Boden rein. Ja, es schaut ja nach Regen aus, aber es tut sich nichts. Ja, ja. Ups. So, jetzt da, raus mit dir. Haben wir jetzt da? Ai, je, ich sehe da schon wieder was. Ja, Frage. Einmal Patron. Einmal Hilfe, Schrott und weiter geht's. So, jetzt geht's da hin das Auto hin. Da an den Baum entlang. Bis dann auf. Können wir alles abschauen. So, wir greifen jetzt die Wiese mal an da. Da geht er hinten ein wenig ein Bach entlang. Ja, mal schauen, vielleicht lässt sich da wegen schöner Kram. Ja, ja, aber das Wetter, naja. Schaut ein wenig nach Regen aus. Egal. Da müssen wir jetzt durch, ein bisschen Regen macht doch auch nichts. So, jetzt laufen wir mal da vor und dann da am Bach entlang. Gut, ich melde mich wieder beim ersten Signal. So, wir haben da das letzte, das habe ich schon rausbuddelt. 55 bis 62, ja. Ja, mei. Wenn nicht nachschaut, ja, weiß ich es nicht. Also draußen haben wir es auf jeden Fall. Ah, da haben wir es drin. Was haben wir jetzt da? Na? Blei. Projektil ist es nicht, gossen ist es auf jeden Fall. Keine Ahnung, was das sein soll. Noch nie gesehen sowas. Ha. Etwas sprachlos. Was hat da vorne eine Gussnaht? Vielleicht war es einmal ein Sockel von irgendwie einer Bleifigur oder was? Keine Ahnung. Naja, nehmen wir heute mal mit. So, wir haben da das nächste. Habe ich auch schon ausgeräumt. Mensch, haut mir den Dampf schon wieder raus. Da haben wir einmal einen Ladestreifen K98. Ja, den finde ich mal in der ganzen Gegend verstreut. Okay. Suchen wir weiter, ich will was Gescheites finden. So, wir haben jetzt da wieder eins mit 75 gekriegt. Aber es ist meistens auch nur so Käpsele halt, Flaschendeckel oder so ein Scheiß. Schauen wir mal nach. Die kommen nämlich auch mal so einen schönen klaren Signalreihe. Haben wir es draußen? 77. Neugierig, neugierig. Na je, schon wieder ein Alufetzen oder was, hä? Schauen wir mal noch. Naja, so doch nicht. So ist doch nicht. Einmal Fanta aus Uganda. Nürnberg. Mann. Also gut, und weiter geht's. So, da sind wir jetzt beim nächsten Fund. Ähnlich mal seit langem wieder. Einen Knopf ohne Öse, blank. Naja, der echt ist es auch nicht. Aber nicht mehr mit, da freue ich mich sogar auf sowas dann. Jupp.
So Leute, für heute langsam mal die Mitte runden. Ich laufe jetzt ganz gemütlich Richtung Auto vor. Und wir haben ja jetzt Urlaub. Ja, da können wir morgen wieder weiter suchen oder übermorgen. Das ist kein Thema. Mensch, ist da der Boden da riesig, total riesig, alles Wahnsinn. Dermaßen trocken. Ja, da habt ihr die Wiesen da hinten, die gehen noch ewig weit weiter. Da unten, wenn ihr mal vorschaut Richtung Straße, ist die nächste Wiesen. Das darf man ja alles noch absuchen. Ja. Jo! Da machen wir mal Feierabend, da haben wir wieder kaltes Bier auf mich. Und wir sehen Sie beim nächsten Video wieder. Also Leute, macht's gut, euer wieder Marc Graf. Thank you.